Wir schließen unsere allererste richtige Player-SBC ab, kaufen uns unsere allererste Icon, investieren 3 Millionen. Jungs, heute geht's rund. Abfahrt ist angesagt, let's go. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch zum Late-Night-Upload. Heute, Jungs, geht es um die Wurst. Heute gehen wir ganz speziell auf den RTG-Account ein. Wir schließen eine SBC ab, wir investieren. Wir haben eine Icon gekauft, unsere allererste Icon, und damit wollen wir eigentlich direkt mal anfangen. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne dem Video natürlich einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Video entsteht in Kooperation mit OneFootball und StarZedek. Denkt dran, Packs, den kann süchtig machen. Und damit wollen wir direkt mal reinstarten, denn wir gehen mal direkt rein und ihr seht schon, die erste SBC, die wir heute abschließen werden oder abgeschlossen haben, ist die David Villa SBC. Ja, die David Villa SBC mit einem 90er Rating. Ich habe mich lange darum gesträubt, die vielleicht sogar nicht zu machen. Ich bin dann aber trotz alledem der Empfindung gewesen, die nicht zu machen, das wäre, glaube ich, richtig, richtig bitter, weil sie sieht extrem gut aus. Wir können uns auch mal seine Werte nochmal angucken. Die ist ja zurzeit nicht mehr zu machen. Ich habe die in den letzten 2 Stunden abgeschlossen, aber bis auf die Beweglichkeit und die Balance geht's ganz gut klar. Und ich habe auf Twitter nachgefragt, wie findet ihr ihn? Und positive Sachen kamen natürlich zurück. Manche haben gesagt, Beweglichkeit, das merkt man schon. Aber viele schreiben auch, mit dem Engine Chemistry Style soll er richtig, richtig Bombe werden. Dazu hat Broski noch getwittert, er ist extrem zufrieden mit ihm. Und deswegen habe ich mir gesagt, komm Chris, du hast so viele Untrades im Verein, den nutzen wir einfach, den schließen wir ab und bauen da uns ein geiles Team drumrum. Welche Icon wir geholt haben, wie das mit den Icon-Swaps aussieht, das werden wir alles noch in dem Video erfahren. Ihr seht es im Hintergrund, ich habe euch trotzdem nochmal zusammengefasst alle Teams aufgezeigt, ja, die wir abgegeben haben. Da seht ihr auch, das waren viele Untradables mit dabei, gerade die Inform-Karten, die teureren High-Rated-Karten, sind alles Untradables gewesen, so werde ich es auch jetzt bis zum Team of the Year machen. Weekend League haben wir jetzt in 3 Wochen nicht gespielt, auch dieses Wochenende habe ich nicht gespielt. Danach nehmen wir aber immer die Untradables-Sachen, um einfach mehr Packs für das Team of the Year zu haben. Apropos Packs, ihr seht es im Hintergrund, 40 Stück haben wir an der Zahl. Die Flash-SBCs laufen extrem gut. Wir machen fast jede einzelne, wenn ich schwach bin, nehmen wir die natürlich mit, um einfach die Packs mitzunehmen für das Team of the Year. Und da bin ich extrem gespannt, was wir da rausholen werden. Weiter geht's mit der nächsten SBC, faszinierendes Projekt. Da hatten wir ja auch wieder einen MLS-Spieler mit dabei. Wir brauchten mindestens einen Inform. Und ihr seht es auch hier, Mina zum Beispiel, den Inform, den hatten wir untradable. Den haben wir zum Beispiel mit reingepackt. Das waren unsere beiden untradables Informs. Und dafür läuft das ganz gut, denn ihr seht es im Hintergrund auch so, klar, wir geben vielleicht auch Spieler ab, die vielleicht Erstbesitzer sind und tauschbar, für die wird man vielleicht ein bisschen Coins bekommen, aber ich habe mir gesagt, hey, wenn wir so viel aus dem Verein machen können, warum sollten wir diesen Spieler dann nicht mitnehmen? Machen wir weiter, 3. SBC, jetzt kommen wir zu den teureren, beide SBCs kosten jeweils knapp 85.000 Münze und ihr seht schon, hier haben wir als Untradables auch Ederson mit dabei, wir haben Hummels mit am Start, Lukas Leiva, Gnabry, Goretzka. Das sind alles Spieler, die halt untradable sind, die wir einfach mal gezogen haben. Und wir haben die Icon-Swap-Sätze online so weit abgeschlossen, dass wir diese Spieler nicht mehr brauchen. Und deswegen habe ich mir gesagt, komm Chris, nehmen wir den mit. Und ihr seht schon, Alcaceres zum Beispiel auch untradable. Costa 2-2, für Saul haben wir glaube ich knapp 9.000 Münzen bezahlt. Also für diese SBC knapp 15.000. Das geht völlig in Ordnung, statt 85 oder 90. Wenn ihr es jetzt, kommt halt immer auf die Lösung drauf an, die ihr halt selber baut. Letzte SBC, die wir machen, ist El Guayer oder wie auch immer man sie ausspricht. Auch da bauen wir nochmal ein 85er-Team hier. Die war ein bisschen teurer, weil da hat man nicht mehr so viele Untradables. Hier Areola, Marcelo und Chiellini sind auf jeden Fall untradable, wie ihr es auch im Hintergrund schon sehen könnt. Aber die 85er-Spieler haben wir einfach selber nochmal gekauft. Aber trotz alledem bin ich extrem zufrieden, denn wir haben ungefähr für diese SBC Einkaufspreis vielleicht 60.000, 70.000. Gehen wir davon aus, wir haben noch die Tradables mit dem Verein, ging ich meistens immer so bei 80.000, 85.000 Münzen. Für einen 90er-Stürmer, der klein ist, der hat hochgeringe Arbeitsraten, hat 4-Sterne schwacher Fuß, 4-Sterne Spezialbewegungen, absolut ganz gut in die Meta passt, bis auf seinen Balance- und Beweglichkeitswert. Aber ich bin mega gespannt. Ja, was wir draus machen werden. David Villa war sozusagen abgeschlossen und da wollen wir uns natürlich auch nochmal den Workout anschauen. Das große Problem aber an der ganzen Sache ist, das werden wir gleich sehen, wo wir diesen Spieler abgeschlossen haben. Wir werden diesen Spieler jetzt nicht direkt im Verein speichern können. Ich wollte gerne nochmal 2 Spiele mit ihm machen, um euch einfach mal aufzuzeigen, wie gut er denn ist. Das haben sich auch bei Twitter viele gewünscht. Übrigens vielen Dank auch dafür, für die damalige Morgendiskussion, die wir hatten. Fand ich sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, ich kann die Kritikpunkte, die ihr rausgehauen habt, ein bisschen ein Stück weit verbessern. Aber David Villa, ich meine, von der Karte her sieht er halt echt gut aus. Schreibt gerne euer Feedback natürlich unten rein. Wie sieht's aus? Was haltet ihr davon? Jetzt, ihr seht es direkt,
Fact, wir können ihn nicht speichern, weil, ganz einfaches Prinzip, wir sind anders sein. Das bedeutet, wir haben investiert 3 Millionen. In was? Das sehen wir jetzt, denn zugleich sind wir nämlich direkt auf dem Hauptaccount und da werdet ihr es schon sehen. Da haben wir nämlich auf jeden Fall ein paar Spieler geholt. Welche Spieler habe ich geholt? Eigentlich relativ simpel. High-rated Spieler, meistens eigentlich zu 99% sind das 86er. Von Iskos über Skriniars, Rakitic war mit dabei. Wir haben Parejo noch mit am Start. Also für euch, wenn ihr das Video jetzt noch seht, Marquinhos, ich habe alle Spieler maximal, wirklich maximal, eigentlich fast nur 14k bezahlt. Hier bin ich einmal auf 15k gegangen. Okay. Aber ich habe auch Spieler dabei gehabt für 12,75, für 13,25, also da sind wir auch nochmal ein Stück weit besser gekommen. An der Zahl weiß ich nicht genau, wie viele es sind. Wir haben noch ein paar Oblaks mitgenommen für 56.000 Münzen. Wir hatten ein paar Thiago Silvas für 18k. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn wir einfach mal nachgucken, erstmal sind schon mal 3 Spieler weggegangen. Unter anderem Rakitic zweimal für 20,75 und einmal Marquinhos für 18,25. Das sind jeweils 5k pro Spieler mindestens Gewinn. Die nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Aber wenn wir jetzt mal durchgehen, auch wenn wir jetzt sagen, es sind jetzt wieder Lightning Rounds gewesen am Samstagabend, sind die Spieler schon wieder ein bisschen hochgegangen. Ja, und ihr seht schon, Marco Verratti ungefähr 17.000 Münzen. Das sind gute Münzen, die wir mitnehmen werden. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt schon auscashen oder eher bis morgen warten, weil vielleicht nochmal Player-SBCs oder Flashback-SBCs kommen. Müssen wir halt schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Allgemein, der Markt bewegt sich so in Richtung langsam nach oben. Gerade jetzt die Tradable Team of the Week und Untradable Team of the Week sind natürlich gekommen. Da sind Spieler wie zum Beispiel in dem Falcao, der 83er war. Die 83er waren kurze Zeit mal sogar auf 1,3 wieder. Die gehen natürlich wieder nach oben. Wieso, weshalb, warum? Ist relativ simpel, weil man kann das Best of Team of the Week ziehen. Ja? Und damit habt ihr natürlich die Möglichkeit, auch Cristiano Ronaldo zu ziehen, Lionel Messi und so weiter und so fort. Und jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen, denn David Villa muss ja erstens eingebaut werden. Das geht meistens nur mit Icons, ja, weil einfach die Liga nicht so passt. Die Nationen im ZOM, LM und RM sind auch nicht so gut, meiner Meinung nach, bei FIFA vertreten. Deswegen haben wir uns die erste Icon geholt und die zweite Icon werden wir uns noch holen, und zwar über Icon Swaps. Welche das sein wird, werdet ihr in den nächsten Tagen erfahren, weil wir müssen natürlich erstmal alles verkaufen, um die Icon Swap dann endlich abschließen zu können. Aber dafür gehen wir ganz entspannt hier mal ganz kurz auf Aufnahmegalerie. Und dann werdet ihr sehen, welchen Spieler ich geholt habe. Ihr könnt gerne tippen, wen ich geholt habe. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Aber ich denke, ihr seht schon im Hintergrund. Ich hatte Bock auf eine Karte, die vielleicht nicht so viel oder so oft gespielt wird. Die jeder spielt und die absolut Meta ist. Sowas wie ein Mbappé, Messi oder Icons jetzt. Zum Beispiel ein Vieira, ein Rullit, Neusebio. Nein, ich habe mega Bock gehabt auf den 89er KK. Und das seht ihr auch im Hintergrund. Ich habe geguckt, wie viel er kostet. Vielleicht habe ich ein bisschen zu teuer eingekauft. Wir können gleich nochmal schauen, was er wert ist. Aber er ist frisch gewesen. 1,169 Millionen haben wir bezahlt dafür. Sind sozusagen, dass wir noch 1 Million übrig haben. Vielleicht investiere ich heute Abend nochmal in 86er oder 87er. Falls man die erbieten kann, kann ich euch absolut nur empfehlen. Wenn ihr da wirklich die Zeit habt, probiert das einfach aus. Gerade wenn Lightning Rounds sind, eine Stunde später, könnt ihr das sehr, sehr gut machen. Und auch den können wir leider nicht im Verein sichern. Ja, bedeutet einfach, da müssen wir warten, bis wir alles verkauft haben, bis er irgendwann auftaucht. Aber das ist zumindest erstmal der Plan. Wir haben jetzt erstmal David Villa, wir haben KK. Ja, können wir uns ganz kurz auch mal auf den Preis anschauen, was KK gerade eben kostet. Und dann werden wir schauen, was bei Icon Swaps rauskommt. Schreibt mir gerne rein, was denkt ihr, wen ich mir bei Icon Swaps hole? Ja, ich habe ihn eindeutig zu teuer gekauft, wenn ihr das jetzt schon seht. 1,13. Aber hey, ist nicht so schlimm. Es sind alles keine Erstbesitzer, außer der junge Herr hier. Ja, der ist aber, glaube ich, ja, knapp 100k teurer. Das geht auf jeden Fall klar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was denkt ihr, wen könnten wir uns noch holen? Wir haben es ja im Stream besprochen. Vielen, vielen Dank übrigens für den Stream, war wieder sensationell. Einziger, was wir jetzt noch machen müssen, sind Squad-Battle-Spiele. Da sind wir bei Icon-Tausch, sind wir nämlich bei 7 hier durch. Icon-Tausch-Einzelspieler, fehlt uns hier noch ein Sieg. Und ich glaube, dann brauchen wir nur noch Super League oder Liga BBVA MX. Müssen wir mal schauen, wie viel ich insgesamt noch brauche. Aber in den kommenden Tagen werdet ihr auf jeden Fall sehen, wie dann unsere ersten 3 Spieler erstmal im nächsten Team aussehen werden. Die dann natürlich 2 untradable und 1 untradable ist. Ja, werden wir auf jeden Fall sehen. Des Weiteren, wie gesagt, ich kann euch sagen, der Markt geht langsam nach oben. Wenn ihr wirklich Spieler kaufen wollt, könnt ihr das jetzt auf jeden Fall tun. Versucht die Spieler auf jeden Fall zu ersnipen. Wir gehen mal ganz kurz rein. Ich weiß gar nicht, was Mbappé kostet. Der war ja mal bei 930 am geringsten, ist dann kurz hoch auf 990. Standpunkt jetzt ist 960k. Weekend League geht zu Ende. Kann natürlich auch sein, dass da nochmal ein bisschen was runtergeht. Ob beim Black Friday überhaupt nochmal alles hochgeht, wie es in den letzten Jahren war, weiß natürlich auch keiner. Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Morgen sollte
sollte es, denke ich mal, weitergehen mit 10 Team of the Week Packs, weil ich unbedingt auf dem Pay-to-Win-Account testen möchte, ob wir da vielleicht einen Best of Team of the Week Spieler ziehen. Schreibt mir gerne rein, ob ihr da was gezogen habt. Das soll es schon von dem Video gewesen sein. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte eure Kritik wahrnehmen. Falls ihr trotzdem noch welche habt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, die natürlich unten in die Kommentare zu ballern. Würde mich sehr interessieren. Ich lese mir alles durch. Wenn ich nicht antworte, soll das nicht böse gemeint sein. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch ein wundervolles Wochenende. Viel, viel Spaß in der Weekend League. Ich bin damit raus. Euer Chris und ciao, ciao.